Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Last Chaos. Ich glaube, wir sind schon Folge 26, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich sollte mir mal abgewöhnen, uns jede Folge zu sagen, weil meistens liege ich dann doch falsch. Ja, ich war in der Zwischenzeit ein wenig fleißig und habe mal die paar Quests hier zu Ende gemacht, weil ich mir dachte, das zieht sich in die Länge. Das ist jetzt nicht so spannend. Das wird jetzt auch öfter passieren, weil in dem Levelbereich langsam dauert es einfach immer länger und da kann ich einfach nicht alles zeigen. Und deswegen werde ich, also das Wichtige werde ich natürlich zeigen, aber jetzt halt nicht, wie ich jede Quest hier zu Ende mache, weil das in dem Levelbereich, wie gesagt, irgendwann einfach anfängt zu dauern. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Auf jeden Fall werden wir die Sachen jetzt alle abgeben und dann hoffentlich ein paar Prozente machen, ne? Ja, das ist so grob der Plan und ich würde sagen, wir legen einfach los. Also die erste Quest haben wir gerade abgegeben. Geben wir hier nochmal das ab und das ab und das ab und das annehmen. So. Und dann müssen wir natürlich wieder zurücklaufen. Ach ja, ist das schön. Wie gesagt, diese Folge könnte wieder so eine von diesen Lauffolgen werden, wo man wieder hin und her läuft. Aber nun gut, so ist das halt. Das. Und was haben wir noch? Ja, das Ei bringt jetzt nichts, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, das bringt. Ah, das machen wir, geben wir irgendwann anders ab, weil diese Quest da in der Stadt, die bringt gar nichts. Das sage ich euch jetzt schon, das ist versprochen, die bringt gar nichts. So, jetzt müssen wir. Was haben wir denn jetzt Neues bekommen? Ach, da haben wir noch ein paar. Ah, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang, weil hier müssen wir sowieso lang. Und ich habe vergessen, ich wollte mir eigentlich noch so eine Cash-Karte kaufen. Damit ich diese Moraska-Landkarte mal kriege, aber habe ich jetzt vergessen zu machen. Tolle Vorbereitung wieder. On point hier, ihr kennt mich. So muss das beim guten Let's Play laufen. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr alles zeigen. Es frisst einfach zu viel Zeit, wird langweilig. Questabgabe werde ich höchstwahrscheinlich zeigen, obwohl wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr alle. Auf jeden Fall Level-Ups natürlich. Level-Ups werden gezeigt. Wenn was Neues da, zum Beispiel Kapelle oder irgendwann Tarian, das wird natürlich auch gezeigt. Und halt, wenn wir Level-Ups machen oder irgendwas Besonderes halt ansteht, das werde ich alles zeigen. Aber wenn wir jetzt so die täglichen Quests hier machen, das werde ich dann nicht zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich machen hier? Ich muss doch nur den Dingens töten, genau. Was will ich denn hier überhaupt? Bin ich mal wieder vollkommen... Guck mal, da redet man einmal und fährt vollkommen falsch. Deswegen soll man auch nicht telefonieren und Auto fahren. Man wird nur abgelenkt. Man wird nur abgelenkt. Ach ja. Für alle, die es nicht wissen, diesen Wächter, den wir töten müssen, der befindet sich hier bei meinem Mauszeiger ungefähr. Und den müssen wir töten, wer hätte es gedacht. Und ja, das könnte unser Level Up werden, weil wir danach noch ein paar andere Quests haben. Und dann sind wir auch schon 145. Wow, Leute. Und ja, ich weiß, dass ich im Verhältnis, es wurde mir auch schon ein paar Mal gesagt, sehr langsam level, dafür, dass ich... Sag ich mal, nicht ohne Cash spiele, beziehungsweise ohne Cash-Items, selber Cash natürlich nicht mehr. Das liegt einfach daran, ich mache keine Linien außerhalb der Aufnahmen. Und ihr wisst, dass ich alle 3 Tage nur ein Video hochlade, normalerweise. Und dementsprechend spiele ich auch nur alle 3 Tage mal eine Stunde oder zwei. Deswegen, ja, ich hätte locker schon, weiß ich nicht, mindestens 160 sein können, wahrscheinlich sogar mehr. Hätte ich mal jeden Tag gespielt oder so, aber irgendwie... ist es mir das dann doch nicht so ganz wert. Und ja, ich sag mal so, Last Chaos wird schnell genug langweilig, das weiß wahrscheinlich jeder von euch. Und insofern sehe ich jetzt nicht den Grund, warum ich jetzt hier so krass beeilen muss. Insofern lasse ich mir da ein bisschen Zeit und spiele hier einfach ganz chillig und ja. Einmal kurz hier schnell offline gehen, so leid es mir auch tut. So, den hier müssen wir töten. Nee, wo ist er denn, wo ist er denn? Hä? Ist es der hier? Ich glaube schon, oder? Genau, Kommandant der Wächter, den müssen wir töten. Jetzt hoffe ich mal, dass unsere HP hier nicht schwach macht. Das wäre natürlich sehr peinlich. Ich weiß nicht, ob wir den stunnen können. Ja, nice. Wir können den stunnen, das vergesse ich immer, weil ich die Dingens gar nicht nutze, die Skills. Aber manchmal sind sie dann doch ganz nützlich. So, und wir können mal hier anfangen, kurz unsere HP zu... Hey. Ey, 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 ey.
Ey, 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 nicht treffen. Nicht treffen, ganz uncool. Okay, das wird jetzt peinlich. Hallo, warum kann ich das nicht finden? So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jawohl, weg. So. Jetzt muss uns einfach mal unser Absorb hier ziehen. Das wäre sonst ein bisschen kritisch für uns auf die Dauer. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber nun gut. Wenn man nur mit 20.000 AP startet, kann sowas schon mal passieren. So. Komm schon, komm schon. Er muss nur einmal treffen, unser Absorb. Und dann wäre es gefixt. Ach komm, egal, das wird schon. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Wo sind wir stehen geblieben? Was habe ich gerade gesagt? Ich werde euch mir alles zeigen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich auf jeden Fall sagen. Es tut mir leid. Ja, ihr seht schon meine Uhrzeit. Es ist 9 Uhr morgens. Ich bin gerade aufgestanden. Insofern bin ich noch ein bisschen, ja, verwirrt. Kann man das so sagen? Ja. So, jetzt laufen wir zurück zu... Okay, wir teleportieren uns zurück zur Stadt. Können wir einmal den Mist hier abgeben. Ach ja, genau, ich wollte noch mal meinen Dingens hier abgeben, weil er sowieso 100% hat. Verwenden und Charakter. Nice. 95%. Abgeschlossen. Hallo. So, ihr seht, das bringt gar nichts. Insofern werde ich das jetzt auch nicht mehr machen. So, die bringen einfach null. So, sorry, aber es bringt halt nichts, ne? Und insofern werde ich das jetzt auch nicht machen. Aber da vorne war noch eine Quest, obwohl ich glaube, die hatte ich schon mal angenommen. Das ist auch keine, die uns interessiert. Ja. Und so tägliche können wir abgeben. Die geben eigentlich ganz gut XP, finde ich. So, abgeschlossen. So, das hier annehmen. Und jetzt müssen wir einmal noch nach... Jetzt kann ich natürlich nicht rauszoomen. Da hinten laufen, ihr wisst, was ich meine. Und ja, genau, noch hier, wo wir noch Sachen abgeben können. Und dann machen wir noch diese tägliche Quest zu Ende. Und ja, wir sind 145, fällt mir gerade auf. Sehr nice, sehr nice. So will ich das haben. Ich skill im Moment irgendwie alles auf Geschicklichkeit, weiß auch nicht warum. Damit ich einfach Dauercrit mache. So, 145 sind wir schon. Nice, nice. Jetzt kommen wir langsam in den Levelbereich, der mir gefällt. Ab 160, 165 wird es dann wieder ein bisschen eklig mit dem Leveln, aber ich finde, dieser Levelbereich macht noch Spaß. Ja, das war mein Wort zum Sonntag. Oh ey, immer diese Strecken. Ich muss mir echt mal diese Schriftrolle kaufen. Das kann ja auf Dauer nicht angehen, so. Natürlich habe ich... Ach, es regt mich immer noch auf, dass ich immer so ein Cash zu wenig habe. Oder okay, jetzt 50 Cash zu wenig, aber ihr wisst, was ich meine, so. Ach, egal. So, da. Labby, Grenzwächter. Und abgeschlossen. Bracht jetzt nichts. Und abgeschlossen. Luft- und Feuerseelen. Jawohl, das machen wir. Bringt gut XP. Und... Machen wir auch, weil wir die sowieso töten sollen. So, ich würde sagen, dann machen wir diese Luft- und Feuerseelen. Ich weiß nicht, wie lange diese Aufnahme jetzt, also diese Folge wird. Es kann sein, dass die sich jetzt ein bisschen in die Länge zieht, weil ich gerade Bock habe, irgendwie zu zocken. Und ich nehme das jetzt einfach auf. So. Ist mir egal, ob das jetzt langweilig wird. So. So, so. Und so. Und so. Und. Der will nicht, dann der. Und so. Und weiter geht der Spaß, obwohl ich nehme den hier. Und was brauchen wir denn? Brauchen wir die? Jawollek. Sumpfspinnen brauchen wir nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Nein. Moorseele brauchen wir. Die Spinnen brauchen wir wirklich nicht, oder? Ne, die brauchen wir nicht. Okay, sehr schön. Das heißt, wir töten hier wieder diese Geister. Dann gehen wir ein bisschen in die Richtung hier hinten. Da sind nämlich auch die anderen. Obwohl, wir können erstmal diese 10 Moorseelen hier zu Ende machen. So. So, 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 so. Moorseele. So, und so. Und den Ring nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit zum Verkaufen. Und da ist noch eine Seele. Und da ist noch eine Seele. Und irgendwo war hier noch eine. Da ist noch eine. Sehr schön. So, was brauchen wir noch? Diese Feuerseelen, richtig? Luft- und Feuerseele, genau.
Sehr schön. Wobei ich die Feuerseelen bevorzuge, weil die schneller down gehen. Aber nun gut. So. Einmal kurz buffen. Und so. Ich kann dann nebenbei mal so ein bisschen mein Inventar aufräumen, weil das zum Beispiel brauchen wir nicht mehr. Unzerstörbarer Gegenstand, willst du mich verarschen? Ich will den zerstören, was ist das da für ein Sch. Okay. Können wir den denn zerstören? Auch nicht. Okay, nice, dann wollte ich gerade mein Inventar aufräumen, aber das darf ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt. Ich muss dieses Item benutzen. Und das kann ich nur. Das war von dem Moraska-Quest. Kann ich nur in der Kristallmine benutzen. Das kann ich nur in wie heißt es, den Wurzelgrotte benutzen. Und ich glaube, das dritte, diesen Schamanstein, kann ich nur. Ja. Wow. Das heißt, ich muss jetzt überall nochmal hinlaufen, nur damit ich diese Items aus meinem Inventar loswerde. Ist wieder so eine Scheiße, ne? Aber nun gut. Aber nun gut. Ich kann mich jetzt wieder aufregen, aber es ist 9 Uhr morgens. Ich möchte mich jetzt nicht aufregen. Ach ja, das ist schön. So. Das töten wir noch. Und das nehmen wir mit. Und das töten wir noch. Komm schon. Und das noch. Und was haben wir denn hier noch so? Da sind noch mehr Monster. Alle werden getötet. So, den nehmen wir nochmal mit hier. Und da. Okay, warte, einmal schnell buffen hier. Wo haben wir denn? Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Und hey. Und hey. Und hey. Und ne, den wollte ich ja. Und los geht's. Nice. So will ich das. Hallo. So. Und so. Und so. Das geht so schnell, ne? Und so. Und so. Und so. 9 Stück noch, 8 Stück noch. Hallo. Ich verklicke mich immer. So, 7 noch. 6 noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und das haben wir auch fertig. So. Unsere letzte Quest, die wir jetzt noch haben, ist. Was ist das hier? Achso. Da. So, die sind, das sind die da, wo wir eben schon waren. Bei diesem Häuptlingspunkt, da müssen wir nochmal 10 töten. Und dann können wir die auch abgeben. Sehr schön. Das machen wir doch glatt mal. Jetzt laufe ich hier einfach mal mitten durch die Pampa. Einfach querfeldein, damit wir möglichst schnell ankommen. Ja, genug HP sollten wir erstmal haben. Wir sollten hier nicht sterben auf dem Weg. Das wäre ärgerlich. Und ja, so. Weiterlaufen. Jetzt kommen wir hier durch die Skelettregion. Ich muss nämlich schnell die down. Okay, die brauchen jetzt auch nicht so lange. Ich wollte noch mal kurz gucken. So. So. Wie gesagt, das kann jetzt ein bisschen dauern. Das kann noch echt langweilig werden. Und das sage ich, glaube ich, schon zum dritten Mal. Aber ich will das jetzt auch nicht schneiden oder skippen oder bäh oder weiß ich nicht. Boah, natürlich laufe ich hier voll dagegen. Kann ich irgendwie hoch? Hallo. Okay, nice. Ich komme nicht hoch. Ist okay. Ist okay. Kann ich hier denn mindestens? Ja. So. Ja, was ich sagen wollte, ich werde das jetzt hier nicht schneiden, auch nicht skippen oder so. Bin ich viel zu faul für. Da labere ich hier lieber irgendwie 2 Minuten mal irgendeine richtige Scheiße. Anstatt dass ich hier jetzt nochmal schneiden gehe. Ja. 145, Leute. So, einmal hier noch durchquetschen. Jetzt sind wir auch schon fast da. So, hat doch gar nicht so lange gedauert, ne? Guck mal, hätte ich jetzt so einen ekligen Schnitt hier drin gehabt, ne? Wie sieht das denn aus? Boah, ne, hört mir auf. So, Wachposten. Dann wollen wir mal, ne? Komm schon. Wie lange geht der noch? Okay, dann buffen wir mal schnell nach hier. Unos, dos, tres. Einmal schnell HP und. Das war doch jetzt dieser. Ihr wollt mich verarschen, das war gar nicht der Wachpunkt hier. Alter, ich bin so ein Pfosten. Ich hätte schwören können, dass das der hier war.
Okay, den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Mal wieder schön falsch gemacht. Super, dass man alles in einem Let's Play falsch vormacht. Aber hey, ihr kennt mich ja, ne? Ist ja nicht das erste Mal, dass hier irgendwas nicht ganz so am Schnürchen läuft. Ah, nun gut, dann müssen wir halt diesen kurzen Sprint zurück hinlegen. Ist hier jetzt auch nicht so die Entfernung. Oh, wir hätten das da hinten mal schnell abgeben können. Och, Leute. Meine Dummheit ist echt grenzenlos. Das tut dir schon fast weh. So. Aber nun gut, wir wollen uns nicht aufregen. Es lässt sich jetzt nicht ändern. Vielleicht mache ich doch einen Schnitt. Nein, mache ich nicht. Spaß. So, laufen wir immer zickzack durchs Gelände. Mit 18,2. Mit unserem Gaul werden wir schneller. Aber ich habe jetzt keinen Bock, ihn rauszuholen. Und mir fällt auf, wir haben gar kein Cover mehr. Wir haben gar kein Cover mehr. Und unser Premium ist auch weg. Ich weiß nicht, ob es die letzten Folgen schon war, aber auf jeden Fall fällt mir das gerade so auf. Vielleicht muss ich da mal nachbessern. Ich glaube, wir haben sogar noch irgendwo so eine Box im Lager oder so für das Cover. Aber na egal. Das gucke ich gleich mal, wenn die Aufnahme zu Ende ist, was sich da machen lässt. Und ja, ich sehe schon, wir sind bei 16 Minuten. Das könnte jetzt echt eine längere Folge werden. Weil wir das noch zu Ende machen werden und dann werden wir das noch abgeben und dann werden wir noch zurücklaufen. Diese andere Quest auch noch abgeben. Also die hier. Und wenn wir die hier fertig haben, dann folgt, glaube ich, noch eine Folgequest. Ich weiß nicht, ob wir die dann auch noch machen, aber das Ding ist, ich werde sie ja jetzt sowieso machen, ne? Die Frage ist nur, ob ich das alles mit aufnehme oder nicht. Und im Moment habe ich so die Einstellung, warum sollte ich es nicht mit aufnehmen, ne? Was spricht schon groß dagegen? Okay, es ist nachher wieder längere Renderzeit und so weiter und es passiert eh nichts Neues mehr, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich gerade Bock, das aufzunehmen. Ich weiß auch nicht. Ich habe so ein paar Schuldgefühle, weil ich die paar Quests offscreen gemacht habe. Ach ja. So, ich klicke mal daneben, es ist so schön. Das nehmen wir alles mit hier. So. Wächterhäuptling. Wachhund, wie viel haben wir davon? 8 Stück. Wie viel haben wir hiervon? 10 Stück. 7 Stück. So, das heißt, das haben wir auch fast fertig hier. So, der noch. Die muss ich noch kurz töten, weil die mir sonst tierisch auf den Keks gehen. So, Wächterhäuptling. 9 von 10. 10 von 10. So, das haben wir auch fertig. So, wir werden jetzt einmal uns zurück teleportieren. Den ganzen Bums abgeben. Nach unten laufen. Das auch abgeben. Und dann mal sehen, wie viele Quests uns noch begleiten werden für diese Folge oder für diesen Tag. Ich weiß halt echt, dass es irgendwann langweilig wird zum Zugucken, ne? Das will ich ja auch nicht. Aber nun gut. So, das hier wird einmal abgegeben, abgeschlossen. Gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Das ist, weil das die zweite Folge. Ja, genau, das ist. Machen wir nicht. Genau, das machen wir nicht. Und jetzt laufe ich noch einmal schnell zurück, gebe das noch ab und dann war es das auch für diese Folge. Ja, so machen wir das. Das hört sich doch nach einem Plan an. Obwohl, dann läuft die Lilie ja noch 42 Minuten eigentlich, ne? Was mache ich denn mit dem Rest der Lilie? Ich will jetzt auch nicht leveln gehen, weil dann müsste ich so 500er-Ticket und das alles reinhauen. Oder ich gehe einfach nur mit einer Lilie leveln, aber das wäre irgendwie verschwendete Zeit, wenn ich es nicht mit den ganzen Items mache. Aber 42 Minuten, ah, das lohnt eigentlich nichts mehr. Das ist so halb angefangen, halb aufgehört. Ich guck mal, was ich hier noch machen muss. Vielleicht kriege ich das noch irgendwie mit rein. Und das, ja, ich glaube, das ist das Sinnvollste. Oder vielleicht habe ich noch irgendwelche anderen Quests. Die Veteranen-Quest muss ich noch machen. Da haben wir auch noch diese ganzen FP, ne? Ja, nice. Nice. Da bekommen wir nochmal 2500 FP. Bei unseren aktuellen 9200. Okay. So, hier einmal abgeben. Abgeschlossen. Und diese Zeiten. Bam, abgeschlossen. Haben wir jetzt irgendwas Neues in der Stadt? Nein, würde mich auch wundern. So, ich laufe jetzt einmal noch dahin und während ich dahin laufe, kann ich ja schon langsam anfangen, mich hier zu verabschieden, ne? So, wir sind jetzt bei 19,5 Minuten, also wären es etwa 20,5 Minuten dieses Video. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, dass es ein bisschen länger war und vielleicht auch ein bisschen, ja, zäh und langweilig. Aber nun gut, ich wollte das einfach mal machen und da dachte ich mir, nehme ich euch doch mal mit, ne?
Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, aber also noch ist nicht Schluss, ne? Wir werden noch hier hinlaufen. Aber ich mache schon mal so ein bisschen die Abmoderation hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die dann wieder ganz gewohnt in 3 Tagen kommen wird. Und ja, vielleicht auch schon. Ah, ich weiß nicht. Ich habe gerade Bock, irgendwie aufzunehmen. Vielleicht mache ich jetzt auch wieder richtig viele, das jetzt erstmal jeden Tag. Ne, in 3 Tagen. Wir lassen es dabei. In 3 Tagen werdet ihr die nächste Folge dann sehen. Bis dahin macht ihr es gut, gleich, wenn wir da waren. Ah, das ist dumm, wenn ich mich jetzt schon verabschiede, Mann. Ah, ey. Heute läuft irgendwie nicht so. Es ist zu früh am Morgen, daran liegt das. Klarer Fall. Es ist zu früh am Morgen. So. Obwohl, ich habe ja eigentlich noch. Ich habe ja eigentlich noch. Obwohl, nee, ist egal. Irgendwann anders. Nichts, nichts. Vergesst es einfach. So. Wo ist denn hier unser lieber NPC? Da. Wahrscheinlich hat er sowieso nichts und das war völlig umsonst. Ja. Die Quest bringt uns auch nichts. So, wie gesagt, ich verabschiede mich fürs Zuschauen. Nein, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin macht es gut und ciao.